Willkommen und hallo zurück zu Let's Play Tomb Raider 2013. Dieses Mal läuft's. Oh nö. Wesentlich. Hey, ist da jemand? Flüssiger. Noch jemand? Ah. Bergungsjut. Man sollte hier nicht so durchrushen, man sollte auch mal gucken. Ah, zum Beispiel hier. Aha, Waffen modifizieren verfügbar. Hier haben wir noch eine Alpha-Wand und eine Reliquie. Schön. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Keine Gravur, nix. Okay. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Da, schöne Totenschädel. Ah, Mann. Dass das immer kommt. Hallo. Hallo, Alpha-Wand. Ich finde hier irgendwie ständig Bugs. Ich weiß auch nicht. Das sieht aus, als müssen wir hier lang. Also gehe ich nochmal ganz kurz hier gucken. War in den Schränken schon die ganze Zeit was drin? Dann haben wir jetzt ein bisschen was verpasst. Noch irgendwo ein Schrank? Nein. Hier geht's auch nicht weiter. Dann gehen wir einfach mal den Weg. Ich gehe deinen Weg. Okay, hier ist es. Bevor wir uns dem da oben nähern... Pfeile sind voll. Ah. Munition ist voll. Ich gehe mal auf die. Die Schussrate gefällt mir besser. Oh oh. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper, das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Man kann es ja mal probieren. Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Wo denn? Sieht schon nicht schlecht aus. Wo ist jetzt das Schwert?
Kommt man hier irgendwo hoch oder ist es einfach nur... Ich glaube, das ist einfach nur... War doch klar! Wo ist der hin? Wo ist die Leiche hin? Da haben wir wieder Muni. Haben wir auch genug gebraucht jetzt. Also noch mehr hätten es auch nicht sein können. Ich glaube, da oben waren... Ah ja, genau, dann müssen wir hier hoch. Mehrere Leute hätten es auch nicht schicken können. Ich frage mich, wie viele Leute hatten der Mephias eigentlich noch? Wir haben schon so viele jetzt platt gemacht. Dass da eigentlich jetzt gar nicht mehr so sonderlich viele übrig sein dürften. Na! Nicht lecken! Ich höre doch Seilwinden. Na, das war der Wind. Nebenbei wieder mal ganz heimlich was trinken. Also zum Thema Action kommt man hier auf keinen Fall zu kurz. Das auf jeden Fall. Wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Ich muss sofort zurück. Jawohl. Hier lang, oder? Zack. Wir sollten drin sein. Ja, echt? Aber wir haben keine Wahl. Die Outsider unten am Strand. Die müssten wir erledigt haben. Achtung, sie sind am Pier. Ja, ja, ich bin gleich da. Nur noch schnell einsammeln, das ist wichtig. Der eine ist runtergefallen, das ist nicht so geil. Aber... Hui! Wir haben immerhin wieder ein bisschen Munition bekommen. Ach, wie praktisch. Okay, ihr Schweine. Ist das alles, was ihr drauf habt? Hui!
du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Das ging erstaunlich schnell. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Ja, ich habe eh nur noch eine Minute oder so. Ich schaue mich hier mal um und gehe noch mal ganz kurz ans Lagerfeuer, Lee. So. Kampfschrotflint. Oh. Gut, Fähigkeiten, ja. Nee, ist eigentlich... Eigentlich brauchen wir das nicht so. Pistolexperte. Ja, komm, das machen wir mal. Ja. Und dann schauen wir auch gleich die Ausrüstung. Nein, das war das Gewehr. Trommelmagazin. Ah. Jetzt haben wir viel mehr Schuss. Dazu brauchen wir noch ein bisschen was. Aber... Nice. Also ich glaube, die werden wir noch öfters brauchen dann. Wie kommt man da unten an? Einen Moment mal. Die geben doch Bergungsgut, oder? Aua. Da läuft eine. Habe ich die getroffen? Wenn ich die jetzt getroffen habe, das wäre schon nice. Die habe ich nicht mal anvisiert, aber okay. Ja, ich versuche hier gerade mal ein bisschen was an Bergungsgut gut zu machen. Da oben drauf, das dauert mir jetzt zu lang. Nein! Mensch, Möwen! Die fällt natürlich ins Wasser. Natürlich fällt sie ins Wasser. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder.